In diesem Video möchte ich dir ganz gerne mal einen Einblick in das Webflow CMS geben, also was für Projekte man damit so umsetzen kann, damit du mal ein Gefühl dafür bekommst, was andere Webdesigner damit so bauen. Genauso schauen wir uns ein paar Beispielprojekte auch von meinen Kundenaufträgen an und natürlich auch, was das letztendlich unterscheidet zu anderen Content-Management-Systemen. Und ich möchte dir einfach mal zeigen, wie toll und variabel das Webflow CMS eigentlich ist. Ich freue mich, dass du dabei bist und dich auch für das Webflow CMS interessierst. Mein Name ist Jonas Ahlitz und ich arbeite mittlerweile seit über 8 Jahren selbstständig mit eigenen Kunden als Webdesigner und auch seit mehreren Jahren jetzt mit dem Webflow CMS und auch dem Webflow Designer. Und meine Mission ist es ganz einfach, dir und auch anderen Designern eben das, mein Wissen, meine Erfahrung weiterzugeben und dir zu helfen, eben auch genauso auf ein Level zu kommen, wo du deine Webseiten selbstständig umsetzen kannst. Was ich mal ganz interessant finde, am Anfang sich anzuschauen, es hat mich letztens einfach auch selbst interessiert, wie Deutschland da so abschneidet, in wie oft es Webflow überhaupt Seiten in Deutschland so gibt. Und klar, das ist hier nur eine grobe Richtung. Man kann das auch deaktivieren, dass das einfach nicht getrackt werden kann, mit was für einem CMS das letztendlich aufgebaut ist oder mit was für einem System. Das stellen natürlich viele Kunden auch aus. Aber man sieht schon mal einen Trend aufwärts, dass doch Webflow auch immer mehr und mehr genutzt wird und auch in Deutschland hier quasi auf Platz 4 kommt in der Welt. Also klar ist die USA ganz vorne, da kommt das Tool auch her. Aber Deutschland doch auch ziemlich prominent an 4. Stelle. Das heißt, auch für Webflow wird die Aufmerksamkeit in Europa, in Deutschland in Zukunft definitiv liegen. Einer der Top-Länder, wo das genutzt wird. Und wenn man sich jetzt hier mal die Seiten anschaut, auch hier mit Very High Traffic, vielleicht mal hier haufe.de, kenne ich jetzt nicht, aber Sitemap-URLs, 50.000 Unterseiten und auch einfach Seiten, die letztendlich auch über das Webflow-CMS dann generiert werden oder auch über die Seite, kenne ich jetzt persönlich nicht, aber scheinen die auch mit sehr großen Unternehmen zusammenzuarbeiten und auch da ja vieles, okay, hat man hier auch schon gesehen, die ganzen Unterseiten etc. auch sehr, sehr mächtig und viel, was sie hier mit reingesteckt haben jetzt in ihre Seite und sieht man hier schon an den Baumstrukturen, die sehr umfangreich eben sind. Was finde ich ganz wichtig mal ist, am Anfang zu wissen, ist, dass man eben das Webflow CMS nicht nutzen muss. Also es gibt natürlich auch Seiten, wie zum Beispiel jetzt meine Webflow Online-Kurs-Seite, was im Prinzip einfach nur eine Landingpage ist, wo man diesen ganzen Inhalt ja, integriert, ein paar Bilder, Beschreibungen und so weiter. Und da im Prinzip müsste man das nicht unbedingt an den CMS anbinden. Ja? Ich bin jetzt persönlich ja als Webdesigner, könnte hier reingehen, mich in den Designer einloggen und hier irgendwie, wenn es jetzt hier ein neues Logo geben soll an Kunden, füge ich das einfach manuell hinzu. Ja? Es gibt hier mal ein gutes Beispiel, wo man sich anschauen kann, okay, wie ein CMS auch echt gut eingesetzt werden kann. Ich glaube, da versteht man das einfach richtig gut. Das ist auch hier mit Webflow umgesetzt. Hier geht es einfach um Bücher und auch ein krasses Archiv einfach an Buchempfehlungen, die sozusagen von Menschen auch kommen. Und da sieht man sehr, sehr gut, dass eben gerade diese Verschachtelungen, also du legst ganz viele Autoren an, du kannst diese Autoren filtern, du hast Detailseiten zu Büchern, du siehst, wer dieses Buch geschrieben hat, kannst dann eben zu diesem Autor gehen, siehst wieder Empfehlungen, die dieser Autor weitergibt, kannst das im Prinzip sehr, sehr verschachtelt über ein CMS jedes Mal anlegen, also neue Bücher anlegen, hast dann hier Kategorien, nach denen du filtern kannst. Und das ist im Prinzip jetzt, finde ich, ein gutes Beispiel, wo man sieht, okay, da lohnt sich halt ein CMS richtig. Genauso hat man einfach mal so ein E-Commerce-Store hier zum Beispiel auch auf Basis von Webflow gebaut, wo man auch sieht, okay, ganz viele Kategorien sind hier zum Beispiel angelegt. Ja, man kann dann in eine Kategorie gehen, sieht hier dann eben die Produkte, die Produktdetailseite. Also einfach kannst du dir vorstellen, immer dann, wenn der Kunde was einer Website hinzufügen möchte, was davor noch nicht da war, dann braucht man das CMS. Genauso gibt es aber sehr viele Anwendungsfälle, wo man auch einfach nur mit dem Webflow Designer mal eine Animation, Interaktion erstellt oder nur einen One-Pager, der ist fertig, da ändert sich nichts mehr, der geht online, man kann den exportieren, man kann den auf einem anderen Server hosten und so weiter. Also das muss nicht unbedingt sein. Das einfach nur nochmal hier am Anfang für dich als Info. Wenn du dir mal anschaust, was es ein bisschen unterscheidet von anderen CMS, dann finde ich, dass es halt einfach auf das Wesentliche reduziert ist. Und das finde ich bei Webflow total toll. Das ist im Prinzip, wenn der Kunde sich einloggt, ich bin jetzt gerade aus der Sicht vom Kunden eingeloggt, dass er, sobald er eingeloggt ist, im Prinzip hier überall in die Textfelder rein kann und dann sagen, okay, hier fehlt mir irgendwie noch ein Wort, eine Auswahl an, weiß ich nicht, Marken und Möbeln, mit denen wir arbeiten, klickt wieder aus dem Feld raus und im Prinzip ist das jetzt
ready to publish. Man kann hier auf Publish klicken und das Ding ist live. Der Kunde arbeitet auf der Seite, wenn er etwas ändern möchte. Wenn er hier das Bild zum Beispiel ändern möchte, klickt er einfach hier auf das Symbol und kann das Bild ersetzen. Das heißt, er hat nicht unbedingt dieses komplizierte CMS-Backend, was ihn total verwirrt, wo er ganz viele Sachen sieht, die ihn eigentlich gar nicht tangieren. Irgendwelche Felder, wo er gar nicht weiß, was sie bedeuten. Und das habe ich in der Vergangenheit bei anderen CMS gemerkt. Da ist doch schon immer viel Kram dabei. Hat auch immer wieder seine Berechtigung. Klar, man kann auch alles individualisieren und abschalten, anschalten. Aber von Haus aus gibt Webflow dem Kunden in dem Editor, den Kunde interessiert, nur das mit, was letztendlich ihn auch interessiert. Und jetzt hat er hier unten zum Beispiel dann die Übersicht eben mit seinen ganzen Seiten, kann hier reingehen und sagen, okay, hier kann er die ganzen SEO-Einstellungen machen und so weiter. Und das steht ihm alles zur Verfügung, auch dieses Editieren auf der Seite, ohne dass er das CMS benutzt. Also auch da müsste er das CMS gar nicht verwenden. Bei dem Beauftrag hier habe ich das jetzt eben verwendet und auch angeknüpft, weil wir hier auch so eine Art eben Übersicht von bestimmten Produkten zeigen wollen. Jetzt will ich dir eben auch mal einen Vorteil zeigen, dass es in beide Richtungen geht. Also wir haben jetzt hier eine Möglichkeit, auch diesen Namen von diesem Produkt zum Beispiel hier zu ändern. Und da kam jetzt gerade auch schon in lila eine Info, dass das, wenn es lila ist, eben mit dem CMS verknüpft ist. Und wenn ich hier jetzt Hallo reinschreibe zum Beispiel, dann ist der Name jetzt mit diesem Produkt ja im CMS ja auch schon angelegt worden davor. Und wenn ich jetzt hier unten in Collections reingehe und dann in Kollektion, dann sehe ich, dass das Bett jetzt auch Hallo heißt. Ja, das heißt, es wurde hier geändert und ich kann in beide Richtungen, also auf der Live-Seite, genauso aber auch hier in der Kollektion, wo im Prinzip ein Mitarbeiter von dem Kunden alles ausfüllt, wo er Kategorien einteilt, wo er seine Galeriebilder hinzufügt. Das sind alles Felder, die habe ich im Voraus in dem CMS von Webflow für ihn definiert, die der Kunde ausfüllen kann. Ja, und er könnte das auch hier ändern, ja, und dann einfach speichern. Und jetzt siehst du, wenn wir hier hingehen, ist das hier auch wieder weg. Das heißt, es geht in beide Richtungen. Und das, sage ich dir, ist für Kunden super angenehm, weil du hast immer eine, von der Hierarchie her, Mitarbeiter, die sich da mehr reinfuchsen, die dann sehen, okay, wir haben jetzt hier Collection, Wohnbereiche, lege ich hier noch einen Wohnbereich an, und der kennt sich auf der Website aus. Und dann hast du auch eben einen Entscheidungsträger, der vielleicht einfach nur auf der Website drüber schaut und dann stört ihn doch nochmal irgendwo ein Satz und schreibt den nochmal kurz um oder benennt irgendeinen Artikel um, ohne dass der sich in das CMS reinfuchsen muss. Und das, finde ich, ist das Mächtige und auch das Tolle, dass das immer noch hier unten so reduziert auf das Wesentliche ist und im Prinzip der hier gar nicht viel machen kann. Ja, noch ein paar Einstellungen vom Account und so weiter, aber er sieht hier nur die CMS-Daten, die ich für ihn auch angelegt habe, die jetzt auch für die Website relevant sind. Sonst nichts. Und jetzt zeige ich dir mal so ein Beispiel, wo ich finde, kommt sehr gut auch deutlich, wo ich als Designer sehr, sehr von profitiere. Zum Beispiel bei diesem Kundenauftrag hier ist es so, dass ich mir überlegt habe, dass eben die ganzen Produktdetailseiten einen besonderen Aufbau haben sollten. Ja, es ist klar, dass die Produkte immer vielleicht eine Produktfamilie haben, einen Namen, eine Kurzbeschreibung. Genauso ist hier ja auch gleich, es ist nur ein anderes Bild und andere Inhalte, aber der Aufbau ist im Prinzip gleich. Ja, er ruft die gleichen CMS-Daten ab. Genauso sehen wir es hier, es ist ein anderer Aufbau, aber die gleichen CMS-Daten. Wir haben wieder eine Produktfamilie, einen Namen und eine Kurzbeschreibung und ein Bild, das eben anders dargestellt und positioniert wird. Und jetzt kommt eben das Mächtige auch zum Vorschein, wo ich finde, ist es super geil gelöst in Webflow, wie einfach man sowas auch machen kann. Du siehst, ich habe jetzt hier eben diesen Splitscreen aufgebaut. Das heißt, links haben wir das Produktbild, rechts haben wir die Beschreibung. Okay? Und jetzt habe ich das so eingestellt, wir gucken uns das kurz in dem CMS an. Wenn wir jetzt mal in Kollektion zum Beispiel in das Bett reingehen und hier habe ich die ganzen Felder eben für den Kunden angelegt zum Ausfüllen, alles super verständlich. Und jetzt haben wir hier unten ein Bild, Hero-Bild, und wenn er das ausfüllt, dann wird der Aufbau anders. Das heißt, du kannst Abhängigkeiten erstellen, wenn etwas irgendwie ausgefüllt wurde. Das heißt, wenn das freigelassen wird, dann ist es der Splitscreen. Und sobald das dann eben ausgefüllt ist, weiß ich, okay, wenn ich jetzt hier auf das Bett gehe, dann habe ich einen anderen Aufbau. Habe ich keinen Splitscreen mehr, sondern dann hat der Kunde
eben diesen Charakter, dieses andere Layout, wo dann halt das Bild sehr groß unter der Beschreibung kommt. Und das funktioniert nicht für alle Produkte. Ja, wenn wir uns jetzt hier ein anderes nochmal anschauen, dieses Produkt über die volle Breite wäre viel zu groß. Das heißt, eher solche, die eher horizontal sind, die könnte man gut eben auf einem anderen Aufbau machen. Wenn wir jetzt hier den Schreibtisch uns mal anschauen, das funktioniert sehr gut eben in diesem Aufbau. Und da habe ich nur mit ganz kleinen Einstellungen, also nur wenn der Kunde sich entscheidet, auch von dem Bild, das ist doch eher in die Breite, da lade ich ein Hero-Bild hoch und schon hat er einen ganz neuen Aufbau von der Detailseite und für mich überhaupt nicht viel mehr Aufwand. Und das erfreut mich einfach als Designer total, dass ich da so flexibel mit umgehen kann und basierend eben auf diesen Abfragen entscheiden kann, ob Layout 1 oder Layout 2 aktiviert wird. Und das andere Layout ist dann nicht irgendwie in dem Aufbau von der Website mit drin, das ist dann komplett rausgenommen in der Detailseite von zum Beispiel hier diesem Schreibtisch. Dann schauen wir uns ein paar Sachen an, die auf jeden Fall in meinem Webflow Online-Kurs jetzt mit dabei sind, die du auch lernst, damit du genau auf so ein Level natürlich auch kommst, dass du da die Sachen beherrschst. Das heißt, wir haben, wenn du dir das mal hier auf der Seite auch anschaust, natürlich diese Einführungsbereiche, wo wir uns nochmal genauer anschauen, wie sich das jetzt auch unterscheidet, nach welchem Prinzip das funktioniert. Und dann fangen wir ganz langsam an, ne? Erstmal eine FAQ-Liste zu erstellen. Wir schauen uns mal an, wie man ganz einfach innerhalb von Minuten so ein Pinterest-Builder-Grid basierend auf CMS-Daten, also Bilder, die der Kunde hochlädt, dann abfragen kann und einstellen. Und genauso eben so klassische Sachen wie ein Blog, was einfach so ein News-Archiv und so weiter, das kommt fast bei jedem Auftrag vor, was der Kunde eben braucht. Und deswegen schauen wir uns genau diese klassischen Dinge an und gehen dann aber auch ein bisschen mehr advanced, können wir da halt auch in eine Kategorie wechseln, wo sich auch das auf eine andere Seite wechselt, und da dann nochmal nach einem bestimmten Autor eben filtern. Solche Sachen schauen wir uns an, wie man halt auch diese Detailseiten dann erstellt mit dem Inhalt, den der Kunde hat. Da geht es nicht um Design letztendlich, da geht es darum, die Logik zu verstehen, wie man das verknüpft zu dem CMS, genauso auch wie du Inhalte von dem CMS in Slideshows darstellst. Das hier zum Beispiel ist eine externe Slideshow. Das heißt, je mehr Daten der Kunde in den CMS eingibt, desto mehr Slider werden hier auch angezeigt. Also hier werden automatisch mehrere Seiten dann in den Slider hinzugefügt. Man kann das Ganze auch mit dem Webflow Slider lösen. Das habe ich hier oben einmal dargestellt, dass du auch da beide mit der nativen Webflow-Komponente eben auch siehst, wie das funktioniert. Und hier nochmal das Pinterest Builder Grid und so ganz normale FAQ-Listen. Mit dem Video wollte ich dir einfach mal nur so ein Gefühl geben, damit du verstehst, wie variabel eigentlich das CMS eingesetzt werden kann und wie sich es auch so ein bisschen unterscheidet von Content-Management-Systemen, die du vielleicht momentan bei deinen Kundenprojekten nutzt. Ich veröffentliche in den kommenden Tagen noch ein Video, wo ich dir ganz schnell in unter 10 Minuten einmal zeige, wie man eben von der Kollektion, die man im CMS im Webflow anlegt, bis die Daten abzurufen und quasi verarbeiten auf einer Unterseite in der Website, wie das einmal funktioniert, damit du die Logik einmal verstehst, weil wenn du die einmal drauf hast, ist es eigentlich genial, wie viel man damit bauen kann und wie schnell das dann auch letztendlich geht. Ja? Also verlinke ich dir gerne nochmal in der Videobeschreibung. Ansonsten hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, mach's gut.